Jesse Nombre sagte, dass die dritte Rakete über den Hafen von Chicago in die Staaten geschmuggelt wurde. Hassan und seine Kämpfer sind auch dort. Wir wissen nicht genau, wo die Rakete ist oder was ihr Ziel ist. Hassan wurde zu einem Gebäude im Zentrum von Chicago gebracht, das einer Scheinfirma des Las Almas-Kartells gehört. Die Polizei sperrt die Straßen rund um das Gebäude ab. Sie halten nach einem gestohlenen Container voller Waffen Ausschau. Sie wissen nicht, dass es um eine Rakete geht. Hassan verschanzt sich vermutlich in einem geschützten Serverraum auf der 54. Etage. Ich bin vor Ort und suche die Rakete. Ich infiltriere mit den Marines über den Chicago River und gehe im Erdgeschoss rein. Ich beziehe gegenüber vom Ziel Stellung und gebe Feuerschutz. Zwei Helis landen auf dem Dach des Zielgebäudes. Einer mit einem Trupp Marines, der andere mit Soap und mir. Während Gas und die Marines nach oben vorrücken, arbeiten Price und Soap sich nach unten. Soap seilt sich zur Serveretage ab, wo wir Hassan in die Zange nehmen. Unser Primärziel ist, die Rakete zu finden und aufzuhalten. Ihr habt Freigabe, Hassan zu töten. Watcher 1 am Bravo 6, Kommando. Der Perimeter ist gesichert. Haben potenzielle Position des Raketencontainers, gehen jetzt rein. Bestätigt. Alle Bravos bereit machen. Es geht los. 05 bestätigt. Bravo 6-2 ist 20 Sekunden vom Zielgebäude entfernt. Wohl mehrere Alcatala im Innern. Ghost, Überwachungsposition. Roger, bin unterwegs. Unser Primärziel ist der 56. Stock. Ist gut gesichert und schwer zugänglich. Hassan könnte sich da verschanzen. Verstanden. Nageln wir den Bastard fest, Sir. Und damit willkommen zu COD Modern Warfare 2 zurück. Hier zur letzten Mission in Chicago. Zeit, Hassan, das Ende zu bereiten. Gut. Dann landen wir mal. Bewegung! Ja. Sitte 1-1, Team abgesetzt. Entferne mich. Sitte 1-2, Truppen abgesetzt. Bravo 6, unterwegs zum Einhardpunkt. Verstanden. 5 im Erdgeschoss in Stellung. Okay, was machen wir jetzt, Price? Soap, hack dich ein. Ah, verstehe. Wir seilen uns jetzt ab. Ghost, wir sind bereit. Hast du Sichtkontakt? Bestätigt. Gebe Lichtsignal. Wow, hey, das ist Lieutenant. So. Was hast du? Zivilisten. Geiseln. Hassan gewinnt Zeit. Oh, hier fuck, aber nee, jetzt nicht runterfallen. Bravo 3 sichert die Geiseln. Treffpunkt auf der Zieletage. Wechsle Notfall. Sie ändere die Orientierung. Freigabe für Angriff. Obwohl, du bist du für nee, das ist... Verstanden. Ja, das ist blöd. Ah, hier sind sie direkt. Vorbeischleichen ist nicht, sie werden dich sehen. 3, 2, 1. Sind da noch welche? Sicher. Gut. Bravo 3, 5-5 gesichert. Verstanden. Etage 5-5. Gehe rein. Hi, Jungs. Gut. 4 Ziele voraus. 3 in dem Raum, 1 auf dem Flur. Ah, sieh. So. Ach, fuck, das war eine Geisel. Oh, Mann, ne Meter. So, jetzt mach ich's aber richtig. Bravo 3, 5-5 gesichert. 4 Ziele voraus. 3 in dem Raum, 1 auf dem Flur. Gut. Gesichert. Gesichert. Stop, Lagebericht. Noch eine. Verstanden. In Position auf der Zieletage. 5 Ziele auf der nächsten Etage. 3 in Bewegung, 2 stationär. Stell Sichtkontakt her, bevor du angreifst. Ja. Wo sind da noch welche? Da hinten. Hey, hier vorne. Hab sie. 5-1 gesichert. Alles gesichert. Verstanden. Sind unterwegs. Price, alle Geiseln sicher. Verstanden. Auf der Serveretage sammeln. Ja, okay. Bin auf dem Weg. So. Schön an den Gläsern ran. Und mach mal auf hier. Wie ist hier überhaupt reingekommen? Ladung platziert. Weg da! Okay. Kannst. Warte, ich komm. Watcher 1 sind auf der Zieletage. Status? Laswell, was zur Hölle war das? John, die Rakete ist aktiv auf Stufe 1. Und noch was, die Steuerung ist nicht im Container. Das heißt, Hassan hat sie. Wir rücken in den Zielbereich vor. Ende. Wir brauchen diese Steuerung. Hoffen wir, dass Hassan hier ist. Okay, hier sind welche.
Jo! Alter, der hat eine Schrotflinte. Kurz in Deckung. Das ist so behindert. Ich will mich doch ausruhen lassen und dann kommt auf einmal um so einen Typen und killt mich. Watcher 1 sind auf der Zieletage. Status? Laswell, was zur Hölle war das? John, die Rakete ist aktiv auf Stufe 1. Und noch was, die Steuerung ist nicht im Container. Das heißt, Hassan hat sie. Wir rücken in den Zielbereich vor. Ende. Wir brauchen diese Steuerung. Hoffen wir, dass Hassan hier ist. Gut. Jetzt passe ich auf. Okay. Alter Price. Hast du mich erschrocken? Da ist noch einer. Sicher. Gesichert. Von Hassan. Vorwärts. Komm her, Price. Okay, dann ich. 3, 2, 1. Nein, du kommst da nie raus. So. Bin's vorsichtig. Nein! Ich wollte mich nicht selbst blenden. Fuck. Fuck. Ich hab mich selbst geblendet. Ja! Das war echt dumm. Diesmal mach ich's besser. Fuck, der hat Granate geworfen. Ganz schnell weg. Da hinten ist noch einer. Ausgeschaltet. Oh, der ist gepanzert. Ganz schnell weg. Sicher. Sicher. Gut. Kein Hassan. An alle Einheiten. Ziel negativ. Weiter zum Kontrollraum. Okay. 3, 2, 1. Ich hab den gepanzerten. So. Wo seid ihr, Schlinge? Ah, noch ein gepanzerter. Ich schmeiß Plantgranate. Ja. Oh, meine Güte. Fuck, sie werfen auch Granate. Und ich hab mich wieder selbst geblendet. Hilfe, wo bin ich? Wo bin ich? Okay. Oh, der hat ein Schild. Dann kann ich ihn aber trotzdem blenden. Aufpassen! Was denn? Ich blende ihn doch nur. Und auf die Fresse hauen. Ich kann ein Schild wieder benutzen. Warte. Ich hätte die F-Deck Recon behalten, aber der hat nicht so viel Muni. Ich komme mit dem Schild an. Weg mit dir! Das war's für ihn. Sind hier noch welche? Nein. Alles gesichert. Sammeln. Okay. Mach mal auf hier. Ja. Verfluchte Scheiße. Er ist weg. Sichtkontakt zum Kontrollraum. An alle Einheiten, kein Hassan. Kontrollraum war Fehlanzeige. Ghost, hast du was? Bestätigt, möglicher Sichtkontakt 46. Etage. Verstanden, wir sind unterwegs. Zurück, Sergeant. Gut, bin bereit. Hab dich ein. Ja. Das heißt, wieder runter. Der Einstiegspunkt ist 4 Ebenen tiefer. Bravo, Einheiten. 5 steigt auf der 40. Etage ein. Verstanden. Drängen ihn zu euch. Ziehen wir die Schlinge zu. So, sobald wir die Steuerung haben, musst du die Rakete entschärfen. Verstanden. Das ist nicht mein erstes Oh, Mal. Oh, fuck. Weiter sofort! Okay. Wo ist das Loch? Dort. Geh da rein, Sergeant! Ja, ich komm doch schon. Warte! So, bin drinne. Warte, ich komm mit Schild an. Hi, Jungs. Weg mit euch. Abschaum. Keine Sorge, ich hau sie einfach weg.
Scheiße. Das hat nicht so geklappt, wie ich mir dachte. Ja, okay, das war auch ein bisschen blöd von mir. Euch, ziehen wir die Schlinge zu. Hey. So, sobald wir die Steuerung haben, musst du die Rakete entschärfen. Verstanden. Ist nicht mein erstes Mal. Raketenwerfer! Weiter sofort! Ja, kann er denn nicht gleich da reinspringen? Meine Güte. Gott. So, weg. Weg, weg. An alle Bravo-Einheiten. Achtung, Hassan bewegt sich auf der Treppe nach unten. Verstanden. Gerd, oh, dort hinten. Zu. Einen umgelegt. Verstanden. Oh, sorry, Christ. Komm, wir ein bisschen näher, Jungs. Ich bin froh, dass das Schild komplett unzerstörbar ist. Ausgeschaltet! Dave, Hilfe! So. Okay, danke, Price. Du bist echt ein Lebensretter. Schnell runter! Gesichert! Sicher! Ich glaub, ja. Los zur Treppe! Gerd, Lagebericht. 07, Zielsitz in der Falle, 46. Etage. Verstanden, wir kommen zu euch! Ist verschlossen. Muss mir mal helfen hier. Los. Mach mal auf hier. Zu mir, Sergeant. Stoßen wir zur Treppe vor. Ich bin da. Ich hab für Sicherheit das Schild. Gott, mal auf das Ding! Danke. Schnell runter, 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 die Treppe runter. Bewegung! An alle Einheiten, Rakete ist scharf. Ich wiederhole, die Rakete startet. Nein, nein, nein! Verfluchte Scheiße! Watcher, was ist das Ziel? Unbekannt, wir arbeiten dran. Verstanden, wir holen uns Hassan. Hier lang, Sergeant. Oh nein, yes. Nein, nein. Wo ist Hassan? Ende des Ganges. Hassan ist hinter diesen Türen. Ich bin euer Schild. Oh fuck, die haben Granate getroffen. Die haben sich selbst getötet. Was für Schlinge. Also, die sind zwar noch nicht. Ich bin unzerstörbar. Sie alle ausgeschaltet. Wo ist Hassan? Wir haben ihn in diesem Raum festgesetzt. Folgt mir. Okay. Soll ich aufmachen? Hassan ist hinter diesen Türen. Ich schieb eine Kamera da rein. So, okay. Identifiziere Hassan. Wir brauchen die Steuerung. Ja, na klar. Ich krieg sie. Klar. Und los. Price! Bist du okay? Alles gut. Los, du schaffst das. Soap, los jetzt. Okay. Watcher! Hassan hat die Steuerung. Wir sind an ihm dran. Hassan ist in der letzten Kabine. Oh fuck! Scheiße! Oh nein, 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 nein! Oh. Ah, Alter! Die Kabine wird nicht halten! Hassan! Du dreckiger! Was angerichtet hast! Bewegung, Sergeant! Oh fuck! Oh fuck, oh fuck, oh fuck, fuck, fuck! Okay, Flucht,
Flucht, Flucht. Gut, wie ist dein Status? Bauetage. Steuerung gesichert, aber Waffe verloren. Wo muss ich... Bleib aus der Sicht. Wo muss ich hin? So, die Rakete wurde gestartet. Ich geh mal hier rein. Das habe ich noch nie gemacht. Hilfe, ich hab Angst. Leite dich da durch, aber es dauert etwas. Öffne die Steuerung, wenn du bereit bist. Na, hoffentlich ist hier keiner. Warte, ich mach mal für Sicherheit hier zu. Warum kann ich das hier mitnehmen? Chemikalien? Bauen wir wieder irgendwas? Okay, ich mach auf. Ich bin bereit. Scheiße. Das Ziel ist DC. -37. Das ist das Pentagon. Er hat's auf Shepard abgesehen. Nein, Shepard ist weg. Ja, naja, 30.000 Menschen sind es nicht. Beende es. Sergeant, aktiviere zuerst den Diagnosemodus. Drück Clear und Mode gleichzeitig. Clear und Mode. Scheiße. Clear und Mode. Es ist Clear und Mode gleichzeitig. Ja, ist gut. Hab ich. Ich bin drin. Moment. Okay. Nee, ist nichts. Okay, ich bin wieder da. Als nächstes kommt die Überbrückung. Du solltest 4 Datenspalten sehen. Ich muss wissen, was in Zeile 2, Spalte 3 steht. Prozent Zeile EP... Zeile 2, Spalte 3. 5! Nein, es war... Prozentzeichen. Echo, Bravo, Papa. Es funktioniert nicht. Soap, was steht in der dritten Spalte? 6, 6, 6, 6. Prozentzeichen. Echo, Sierra, Sierra, Papa. Das hat geklappt. Jetzt drück links und clear zum Überbrücken. Links und clear, okay. Links und clear. Links und clear, Sergeant. Ja. Überbrückung an. Verstanden, geh an einen sicheren Ort. Der nächste Schritt wird laut. Ich hab... Sind wir in eurer Heimat? Warte kurz. Wie fühlt sich das? Ja, ist alles sicher. Du kannst weitermachen. Ich bin bereit. Na los. Letzter Schritt. Drück Link, sobald das grüne Licht an der vierten Position ist. Okay. 3, 2... Sie ist detoniert. Hab ich. Verstanden. Die Air Force wird es bestätigen. Danke, Sergeant. Ja. Immer eine Freude, mit dir zu arbeiten, Laswell. Fuck, sie sind hier! Nicht allein. Es sind Alcatala-Wachen. Geh rauf! Ich töte jeden Einzelnen. Und dann hole ich mir ihn. Ende. Oh mein Gott! Ach, heilige verfluchte Scheiße. Oh mein Gott. Fuck, ich muss hier raus. Verpiss dich. Das war der Spirit. Scheiße. 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 Nein, ich war eingesperrt. Überbrückung an. Verstanden. Geh an einen sicheren. Komm, mach das noch schneller. Der nächste Schritt wird laut. Nein. Verdammter Mist. Na los. Drück doch endlich. Drück Link, sobald das grüne Licht an der vierten Position ist. Rauf da. Verstanden. Und jetzt raus da. Die Air Force wird das bestätigen. Okay, ich bin raus. Danke, Sergeant. Ja. Meine Freude, mit dir zu arbeiten. Okay, kann ich auch nicht sein. Wo ist Hassan? Nicht allein. Es sind Alcatala-Wachen bei ihm. Ich töte jeden Einzelnen. Ich nehme einfach irgendwas mit. Dann hole ich mir ihn. Ende. Das kann ich Brecheisen. Ich kann Brecheisen mitnehmen, gut. Gut gemacht, Johnny. Nun zum schweren Teil. Fuck, Junge. Wenn du meinst, bleib am Leben. Schalte die Wachen aus und töte Hassan. Komm mal auf das Ding. Bloß eine Waffe. Bau dir eine. Ei. Wie in alten Zeiten, was, Lieutenant? Okay, ich hab ein Teppichmesser. Es war gestern. Hier ist ein Cuttermesser. Wird einigen Schaden anrichten. Du hast es mit gepanzerten Kämpfern zu tun. Du betäubst sie besser, bevor du angreifst. Hab etwas Wachs gefunden. Einfach mal alles mitnehmen. Fallen, wenn du dich erinnerst. Ja, eine Gasfalle. Gute Idee, danke. Okay, ich bin so in Panik gerade. Hört mal auf das Ding hier. Und dann werf das mal hier rein. Richtig, ja, inlocken. Kann ich die hierher locken? Irgendwie so pfeifen oder so? Ey, Jungs, hier bin ich. Hier. Ah, da kommt einer. Warte. Der Westen ist weich, weil euer Volk schwach ist. Lauf dort rein. Hier. Hier, mein Herr. Oma, Ola, ich bin der Nein, der ist vorbeigelaufen. Naja, aber ich kann ihn trotzdem abstechen. Besser als nichts. Okay, er hat eine Waffe gedroppt. Ja, okay, mit 3 Muni. Ist jetzt nicht großartig.
Alter, den stecke ich auch ab. Verpiss dich! Ja! Oh, what the fuck? Hassan! Ich sagte doch, eure Nation wird brennen. Ihr haltet mich nicht auf. Ghost. Soap. Aufs Fenster achten. Das ist kein Angriff, sondern eine Invasion. Hassan? Zeit, sein Ende zu machen. What the fuck? Wieso sehe ich das Visier nicht? Ja toll, jetzt muss ich blind vorgehen. Ah, jetzt. Okay, 3, 2, 1. Perfekter Schuss, Lieutenant. Du sagst es, Sergeant. An alle Einheiten. Hassan ist tot. Feind ausgeschaltet. In Downtown Chicago gab es eine Explosion, die offenbar durch eine Stromspitze aufgrund starken Sturms ausgelöst wurde, sodass nun Tausende im Dunkeln sitzen. Der Stromausfall soll bis heute Abend behoben sein. Weitere Meldungen. CIA-Scheiße. Kreatives Schreiben. Ich verrat's nicht. Baku, Iran. Kartelle, Russen. Shepard. Shadow. An uns vorbei. Sie hatten Vorsprung. Aufgeköpfte Schlangen. Neuigkeiten zu Shepard? Der ist abgetaucht. Wir finden ihn. Es gibt Wichtigeres. Ich habe mir die Russen näher angeschaut. Ist eine schmutzige Arbeit. Ultranationalisten haben den Konvoi überfallen, John. Kate, es ist vorbei. Nein, ist es nicht. Sie arbeiten mit jemand Neuem. Wem? Wir haben keinen Namen. Der ist nicht neu. Wer ist das? Makarov. Na, das war ja mal ein guter Übergang zum dritten Modern Warfare. Ja, und das war's auch mit Modern Warfare 2. Ja, der erste Teil war ja schon mal so ein Highlight für mich, weil die Inszenierung richtig geil war. Aber ja, Nachteil war halt da die KI. Und hier in diesem Teil hat sich die KI eigentlich nicht großartig verändert. Aber sie war ein bisschen, ja, tragvoller, sag ich mal. Ich bin zwar trotzdem sehr oft gestorben, aber es war jetzt nicht so schmerzhaft wie letztes Mal, wo die in jede Richtung geschossen haben und du nicht damit reagieren konntest. Also so unfair war das jetzt nicht. Die Inszenierung war auch wieder hier geil. Die Grafik, boah. Ich habe noch kein Spiel gesehen, das so gut aussah. Also da war ich schockiert, wie nice das aussah. Die Story ist zwar super boring, muss man ehrlich sagen, weil es geht um Raketen, die ja geklaut wurden und so. Aber die Story, die da dazwischen
geredet werden. Also zum Beispiel dort mit Valeria und Alejandro. Das sind nice Stories. Da muss ich zugeben, die haben das wirklich gut gemacht. Aber so die Hauptstory mit diesen Raketen und Hassan, naja. Genau wie das Ende, naja, das ist eher mager. Aber ich mochte auch die Einteilung der Missionen. Und jetzt geht's anscheinend noch irgendwie weiter. Noch eine Cutscene oder so. Ja. Дамы и господа, наш самолет завершил набор высоты. Вы можете расстегнуть ремни. Сейчас вам будет подан обед. Горячее вы можете выбрать в меню. Rind, Huhn oder Fisch, Gentlemen? Salat, bitte. No Russians. Oh, Junge. Das wird geil. Also da freue ich mich auch mega auf Modern Warfare 3. Okay. Dann werde ich aber auch hier beenden. Hier können wir auch überspringen. Das war Modern Warfare 3. Wir haben alle Missionen durchgespielt. Und sehe hier alles. Hier kann man übrigens noch sehen, was man hier alles freischaltet. Hier haben wir auch ein paar Operators freigeschaltet, ein paar XP-Booster und sowas. Also richtig geile Sachen. Finde ich nice. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, dieses Projekt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.